Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Mein Name ist Jerome, ich bin Therapeut und Schamane und ich begleite dich auf eine innere Reise. Heute geht die Reise um das Bewusstsein, was wir eigentlich tief sind. Wir sind nämlich das ein und alle große Bewusstsein, das sich in tausenden, Milliarden von Formen zeigt, sich ausdrückt. Und natürlich als Mensch haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir abgespalten sind, getrennt sind. Und das führt natürlich zu Einsamkeit, zu Alleine sein und so weiter und so fort. Wir sind aber dieses eine Bewusstsein. Es ist nichts dagegen, gegen das, was wir schon seit langer Zeit kreiert haben, dieses Selbst, diese Persönlichkeit. Wir haben uns aber darin verloren, sodass diese Persönlichkeit alles machen muss, tun muss. Aber in Wahrheit ist es das eine Bewusstsein, man kann sagen, der Motor dahinter, das, was uns kreiert hat. Kein kleines Ich kann das alles kreieren oder hat jemals einen Mensch kreieren können. Also dieses eine Bewusstsein, das ist das, was du bist, was wir sind. Und in dieser Reise begleite ich dich mit der Trommel einfach in diese Essenz rein. Es kann sein, dass du das schon oft erfahren hast und es dir auch bewusst ist. Es kann auch sein, dass es für dich wie nach Neuland klingt. Die gute Nachricht ist, dieses eine reine Bewusstsein ist in dir. Es kann dich gar nicht verlassen, sonst wärst du gar nicht mehr da, in keiner Form. Es ist gar nicht möglich. Das ist ja das. Wir sind alle, wenn man so will, gerettet. Niemand wird da ausgeschlossen aus diesem Bewusstsein, weil wir sind es einfach. Auch wenn da tiefe Gefühle von Ausgeschlossensein in uns leben können, aber das hat dann mit der menschlichen, persönlichen Erfahrung zu tun. Ja, und jetzt geht es eigentlich darum, nur einfach dich mit dem Allumfassenden zu verbinden. Ich lade dich ein, zwei, drei tiefe Atemzüge zu nehmen. Du bist, was du bist und schon immer warst. Und ich lade dich ein, langsam deine Augen zu schließen und du kannst noch ein paar Mal tief durchatmen und wenn du Spannungen spürst im Körper, unangenehm ist, dann atme einfach dorthin. Mach vielleicht ein Geräusch und lass es einfach seinen Platz haben. Ja, du hast Erfahrungsebenen wie eine Ebene des physischen Körpers. Das ist die wichtige Ebene in dieser Dimension, um einen, um uns materiell, um eine Erfahrung hier auf Erden zu machen, zu materialisieren. Und dieser Körper, da kannst du verschiedene Empfindungen haben und die einfach wahrnehmen. Es gibt einen zweiten Körper und das ist der emotionale Körper und da leben unsere Emotionen und auch der, du kannst sie vielleicht spüren oder gerade nicht, aber auch der ist total okay. Die dritte Dimension oder der dritte Körper ist das Denken. Die Gedanken kommen und gehen. Ich lade dich ein, die einfach zu beobachten. Und dann gibt es noch energetische Dimensionen. Die kannst du vielleicht wahrnehmen oder auch nicht. Und dann sind natürlich noch die Sinneseindrücke. Jetzt die Trommel, meine Stimme, verschiedene Sachen, vielleicht Gerüche. Du bist aber der, die das erfährt. Das Wesen, das die Erfahrung von den Sinneseindrücken und Körper bzw. Ebenen macht. Du bist weder das Gefühl noch der Gedanke. Du bist aber das Wesen, das das wahrnimmt. Ich lade dich ein, einfach wahrzunehmen. Du musst von nichts weggehen. Einfach da sein. Und wenn das ein bisschen schwierig ist, ist das auch okay.
Der Rhythmus der Trommel symbolisiert das Leben, das ewige Leben, das Leben, das sich ständig erneuert. Das, was du bist, die Essenz, das Leben. Jede Form, alles in der Natur kommuniziert mit Tönen, mit Frequenzen. Es ist wie Musik. Vielleicht kannst du diese Musik hören, vielleicht auch nicht. Ich lade dich ein, einfach da zu sein und wahrzunehmen, was sich gerade zeigt. Es braucht nicht mehr zu sein. Etwas in dir erkennt sich in diesem großen Geist, in dieser Natur. Du bist natürlich, du bist von der Natur ausgewählt. Du. Und dafür müsst ihr gar nichts machen. Es hat nicht mit Leistung zu tun oder mit was Bestimmten. Wenn du einen Impuls spürst, kannst du auch anfangen zu summen. Summen hilft auch, die eigene Musik in Bewegung zu bringen und den Körper nochmal tiefer zu entspannen. Du bist die Natur, von der Natur ausgewählt, dich zu sein. Es geht über einen Gedanken hinaus. Du kannst einfach beobachten, was gerade da ist. Freude auf. Vielleicht ist es auch einfach innerer Frieden. Was sich auch immer zeigt. Manchmal kommt auch Trauer hoch. Es können sich auch Schichten zeigen, die sich noch mit anderen identifiziert haben. Und das ist auch okay. Wenn es zu nahe ist, nimm ein bisschen Distanz davon. Aber erlaub dir da ein bisschen mehr davon zu spüren, was du vielleicht bis jetzt gespürt hast. Die Liebe und das Wesen, das das beleuchtet. Du bist aber frei, du musst nichts wirklich tragen. Es kann sein, dass dir ein Umfeld gezeigt hat, dass du da die Sachen tragen musst, retten musst, helfen musst. Schau, das Universum kümmert sich darum. Es bedeutet nicht, dass du einfach wegschauen sollst. Es bedeutet nur, dass du unterstützt bist, nicht alleine bist. Und dieses Nur ist nicht nur wenig, sondern es ist das. Die tiefe Suche ist nach dir. Besseres als einfach dich zu finden. Fühlst du es? Thank you.
alles, was es dir jetzt einfach erlaubt, wahrzunehmen, zu fühlen, zu spüren. Vielleicht tiefe Entspannung, Frieden, Freude, was auch immer da ist. Beobachte. Du kannst auch sehen, wie Probleme vom kleinen Ich, von der Persönlichkeit, wie mehr in die Peripherie gehen können, vielleicht neue Perspektive gewonnen können, vielleicht neue Möglichkeiten, neue Blickwinkel. Jetzt deine ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Mal einfach zu spüren, wie etwas da ist, zu beobachten. Frieden, Verbundenheit, Freiheit, was auch immer da ist. Zwei, drei tiefe Atemzüge zu nehmen, und wenn du ready bist, öffnest du die Augen. Und auch wenn du mit deinen Sinnen wieder mit der Außenwelt verbunden bist, auch bleibst du verbunden mit deinem Zentrum, mit dem, was du bist. Die Einheit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Du kannst mir gerne einen Kommentar hinterlassen, wie für dich die Erfahrung ist. Und ja, ich wünsche dir ein wundervolles Leben. Au.